Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Siberia. Ja, wir sind auf der Suche nach dem Bahnhofsvorsteher. Der ist ja ziemlich flott verschwunden. Ich fürchte nur, dass wir den hier im Blätterwerk nicht mehr finden werden. Ich nehme an, dass sich der Gute hier so gut auskennt, dass wir ihm nicht folgen können. So ein Mist aber auch. Okay. Okay. War das vorher auch schon? Ah ja, doch. Alles klar. Alles gut, alles gut. Das war das hier. Und die Tür dürfte immer noch zu sein. Hier kann ich wohl nicht lang. Dann war das jetzt hier der falsche Weg. Dann gehen wir mal nach der Treppe noch einen anderen Weg. Nee. Nee, da kommt man überall nur nach hinten. So, hier unten ging es nicht entlang, aber da vielleicht noch. Jetzt sind wir auf der anderen Gleisseite? Ah, genau, die Vögel, stimmt ja. Boah, wartet mal, ich habe nichts für die Vögel. Ich habe einen Haken, aber der Haken bringt mir, glaube ich, gar nichts. Ach, so ein Mist. Na gut. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich glaube fast, ich muss diesen Wein erst finden, damit ich die Vögel davon ablenken kann. Nein. Gut, mit den Vögeln und dem Haken kann man nichts machen. Ich gehe davon aus, ja. Die sind so aggressiv, die kleinen Viecher hier. Die kleinen Scheißerchen. Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Und andere Seite wieder runter. Okay, es könnte jetzt noch hier entlang gehen. Wobei ich aber denke, dass der eigentlich im Blätterwerk jetzt verschwunden ist. Warum hat er sich denn so schnell aus dem Staub gemacht? Das ist ja schrecklich. Oh, guck mal, der Wasserstand ist aber sehr niedrig, ja? Krass, hier vorne geht es ja auch noch entlang. Ach so. Oh, okay. Alles klar, jetzt weiß ich, wo wir sind. Richtig, Mensch. Kannst du darauf gehen, Kate? Nein? Ja, gut, da hinten, das bringt mir alles noch gar nichts. Ich brauche den Bahnhofsvorsteher. Da muss der ja in den vorderen Bereich des Bahnhofs gegangen sein. Aber warum nur? Ich gucke vielleicht gleich einfach mal in das Buch rein. Vielleicht habe ich irgendwelche Hinweise übersehen, wie ich an die, wie ich an den Wein komme, wo ich ihn dann finde. Okay, dann mal hier hoch. Da ist er doch. Also, Freundchen. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Ich suche nach einer Art kleiner, saftiger Beere. Wo kann ich diese finden? Hier im Bahnhof gibt es keinen Sauvignon und schon gar keinen Waldsauvignon. Ich hatte diesen Namen zwar nicht verwendet, aber genau danach suche ich. Ah, Sauvignon, Himbeere, Johannisbeere, das ist doch alles das Gleiche. Gibt's hier nicht. Dabei habe ich gerade ein interessantes Buch gelesen, in dem steht, dass diese seltenen Trauben hier in der Voliere der berühmten Universität Barockstadt kultiviert werden. Ah, wenn das in einem Buch steht. Aber auch Bücher können sich irren. Zu merkwürdig, aber ich habe das Gefühl, Sie lügen. Nee, keineswegs. Ich weiß nicht, wo man diese verfluchten Trauben finden kann.
Fragen Sie doch den Professor Pons, den Paläontologen da. Aber Sie sind doch der Hüter dieses Bahnhofs. Sie müssen es besser wissen als jeder andere. Ich weiß nichts, gar nichts. Fragen Sie den Paläontologen. Och, Herrschaftszeiten. Ich suche nach einer Art kleiner, saftiger... Hier im Bahnhof ja. Gibt... Ich hab... Ist genau aber der gleiche Dialog. Alles klar. Wie bekomme ich denn eigentlich raus, wo ich den Wasserstand anhebe oder senke? Also ich meine, welche Bezeichnung das Ganze hier trägt. Oder muss ich dann jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hier hinlaufen, um zu gucken, wie hoch hier der Wasserstand ist? Denn ich gehe mal davon aus, dass es hoch genug sein muss, dass ein Schiff darin schwimmen kann und tief genug, dass es hier unter der Brücke durchkommt, oder? Naja, gut. Professor Pons, ja. Wo finde ich denn wohl den Professor Pons? Ist das der Paläontologe, mit dem ich geredet hatte? Der Rechtsstand? Naja gut, er hat mich auf das Buch hingewiesen. Vielleicht bekomme ich jetzt doch noch ein paar mehr Informationen dazu. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass jetzt in dem Hörsaal was ist. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Wissen Sie, wo sich die seltenen Wald-Sauvignon-Sträucher befinden, die hier in Barockstadt kultiviert werden? Und was lässt Sie vermuten, dass es hier Sauvignon gibt? Das habe ich in einem Buch in der Bibliothek gelesen. Nun ja, fragen Sie doch den Bahnhofsvorsteher. Wenn es sowas hier gibt, weiß er das besser als jeder andere. Der hat mich doch zu Ihnen geschickt. Ich fand das ja auch komisch. Aber er sagte mir ausdrücklich, ich solle den Paläontologen fragen. Sie sind doch der Einzige. Ja. Also sowas. Nun ja, dann hat er sich wohl getäuscht. Ich weiß von nichts. Dann müssen Sie sich eben an die Herren Rektoren wenden. Immerhin sind die für unsere Universität verantwortlich. Das werde ich tun. Danke. Ach, das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt gehen. Ja. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Jetzt werde ich hier von Hinz zu Kunz geschickt. Na gut. Naja, wenigstens bei Tick, Trick und Track ist es ja ganz unterhaltsam, nicht wahr? Von den Studenten hier wird man doof angemacht, aber die drei sind wenigstens... sind sich einig, uneinig. Ja, der gute Sauvignon Blanc. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Der Seitenhieb. Schön. Sind Sie sicher, dass es keinen amazonischen Sauvignon in Barockstadt gibt? Ich habe nämlich gerade den Bahnhofsvorsteher und den Paläontologen gefragt. Ihre Antworten lassen gewisse Zweifel zu. Und doch müssen wir darauf beharren. In Barockstadt wächst kein einziger Sauvignon-Strauch. Wissen Sie, junge Frau, der amazonische Wald-Sauvignon ist eine sehr seltene Pflanze, die nur unter ganz besonderen Bedingungen wächst. So ist es. Und diese Bedingungen zu schaffen, ist extrem kompliziert. Kompliziert ja, aber nicht unmöglich. Der Garten ist in dieser Hinsicht wirklich gelungen. Der Garten? Es gibt also einen Garten in Barockstadt. Oh, wenn es einen gäbe, dann nur einen winzig kleinen hinter dem Bahnhof. Er wäre jedoch der ganze Stolz unseres Bahnhofsvorstehers. Letzterer würde sich übrigens mit viel Hingabe darum kümmern. Dort würde dann alles wachsen und wir hätten den Sauvignon seinen gärtnerischen Fähigkeiten zu verdanken. Und wären davon höchst angetan.
Aber man dürfte auch nicht die genialen Kompetenzen des Paläontologen vergessen. Was hat der Paläontologe mit dieser Sache zu tun? Ohne ihn und ohne sein Labor, wie könnten wir da unseren Wein herstellen? Und was wäre das für ein Wein? Nicht wahr, teure Kollegen? Ach ja, der exquisite und entspannende Abschluss eines langen Arbeitstages, reich an Verantwortung. Wir würden jedes Jahr voller Ungeduld darauf warten, die ersten Tropfen eines neuen Jahrgangs zu genießen. Nun gut, fassen wir also zusammen. Sie sagen also, dass es in Barockstadt tatsächlich Sauvignon gibt, der in einem Garten hinter dem Bahnhof wächst und vom Wärter gehegt, vom Paläontologen zu Wein verarbeitet und schließlich von Ihnen genossen wird. Habe ich das richtig verstanden? Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse. So haben wir das nicht gesagt. Sie verdrehen uns das Wort im Mund. Sie haben anscheinend nicht verstanden, dass wir im Konjunktiv geredet haben. Doch, doch. Ich hatte mir schon so etwas gedacht. Das behalten Sie aber für sich. Ja, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn dies alles unter uns bleibt. Verstehen Sie, diese kleine lokale Produktion umfasst gerade mal ein paar Flaschen pro Jahr. Ja, wirklich. Nicht ausreichend, um damit zu handeln. Man würde sich ja strafbar machen. Wie dem auch sei, wir können auf Ihre Verschwiegenheit zählen. Seien Sie unbesorgt. Ich hatte nicht vor, mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. Haben Sie nicht gehört, dass wir im Konjunktiv geredet haben? Ja, nein, eigentlich habt ihr im Konjunktiv geschwärmt. Und das macht man selten. Okay, gut. Wir reden und reden. Dabei ist bereits Teestunde. Schon wieder? Schon. Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind sehr erfreut. Ich unterbreche das mal hier. Das dauert mir doch zu lange. Diese Verabschiedung kennen wir ja dann doch schon. So, also was, zurück zum Bahnhofsvorsteher, um ihm zu sagen, was wir erfahren haben. Er ist entlarvt. Wir werden die Produktion garantiert öffentlich machen. Ich werde mich an Journalisten wenden. Ich hoffe, das beeindruckt ihn. Jetzt muss ich nur Glück haben, dass der immer noch an der gleichen Stelle steht. Gut, hier ist es auf jeden Fall so gewollt, dass man hier von A nach B geht, wieder zurück nach A, um dann nach C zu gehen und wieder zurück nach B und A und... In Valladolid war es ja ein bisschen meine eigene Schuld, weil ich einfach nicht gut genug geguckt habe. Achso, übrigens, du sollst hier gar nicht, du sollst nur mit dem reden hier. Reden! Ach, verdammt. Komm mal hier rauf. Laufen. Ja, sehr gut. Und reden. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Es ist furchtbar. Ich wollte jetzt nur diesen langen Satz, den wir schon mal von ihm gehört haben, wegklicken und es... Ach, wenn man das macht, dann... Hallo, entschuldigen Sie bitte. Wird der ganze Dialog abgebrochen. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann ihm kurz zuhören. Mhm. Schade, es gibt überhaupt gar keine Auswahlmöglichkeit zum Thema Garten. Sie haben mir etwas vorgemacht. Sie wussten, dass es Wald-Sauvignon-Sträucher im Garten des Bahnhofs gibt. Aber keineswegs. Ich habe Ihre Sauvignons noch nie gesehen. Jetzt hören Sie aber mal auf. Ich weiß alles. Ihre kleine Schmuggelgeschichte mit den Rektoren, das in eine Weinkälterei verwandelte Labor von Professor Pons. Also wirklich. Schmuggelgeschichten? Da gehen Sie aber ein wenig zu weit, mein Fräulein. Eine kleine Ernte für den persönlichen Verbrauch, mehr nicht. Sie sollten sich schämen. Haben Sie auch nur einen Moment an den Ruf dieser ehrenwerten Universität gedacht? Man müsste Sie anzeigen. Aber ich bitte Sie, wir haben doch niemandem etwas getan. Das ist doch kein Verbrechen. Öffnen Sie mir die Tür zum Garten, wenn ich bitten darf. Aber ja. Sofort, mein Fräulein. Okay, na wunderbar.
also hinterher, Kate. Jetzt bin ich gespannt, wo das ist. Ach nö, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, bestimmt die verschlossene Tür. So, das war also hier entlang. Und hier entlang. Und da entlang. Da ist er, Tatsache. So, jetzt können Sie den Garten in aller Ruhe besichtigen. Was ich noch sagen wollte, ich bin kein Lügner. Die ganze Sache musste geheim gehalten werden, verstehen Sie? Der Ruf der Universität, meine Vorgesetzten. Man kann nicht immer so, wie man möchte. Ich verstehe. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Tschüss! Der sieht aus wie ein alter Pirat. Mit der Augenklappe und so. Oder war das ein Monokel? Ich weiß gar nicht. Oh. Hier ist es ja schon fast friedlich. Oh, okay. Und das soll ein Garten sein? Das soll ein Garten sein? Aber gut, hier sind Sträucher. Was ist das? Ist das der Waldsouvignon? Das brauche ich im Moment nicht. Okay. Ich glaube, man kann hier nicht noch weitergehen. Super. Naja gut, ich will mich nicht beschweren, wenn etwas so weit vorne hier ansteht. Dann ist das schon besser. Ich glaube, jetzt muss ich die Beeren den Vögeln zuwerfen, ne? Wenn ich die Beeren den Vögeln zuwerfe, dann kann ich nach oben klettern. Tja, und was mache ich dann da? Ist da der Mechanismus für den Wächtervogel, den ich reparieren muss? Oder finde ich da etwa irgendwo ein Nest mit einem goldenen Ei darin? Einem Ei, was wir dann für... was war das jetzt noch? Nicht Zirkus, was haben sie denn dazu gesagt? Naja, auf jeden Fall dieses Musik... Ach, scheiße. Ach, ich weiß schon, alles klar. Hier war ja falsch. Ach Mist. Ich musste ja über die Treppe gehen. Und dahin. Okay, dann kommt mal. Sauvignonbeeren mit Vögeln. Ah ja, gut. Wackel, wackel, wackel. Schön. Guru, guru, guru. Sehr toll. Habe ich für jeden genau eine Beere. Großartig. Aber mit den Riesenbären sind die hoffentlich eine Weile lang beschäftigt. Alles klar, das dauert etwas. Vor allen Dingen geht es jetzt noch höher. Tatsache, da ist der Vogel. Oh, super. Und was haben wir da? Ich glaube, ein Ei, was da nicht reingehört. Das ist echt unerreichbar. Was? Nicht im Ernst? Nein. Sag das nicht. Sag das doch nicht. Das ist doch nicht unerreichbar. Das ist echt unerreichbar. Okay, jetzt komm schon. Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Oh, shit. Okay, was machen wir denn?
Kann man hier noch irgendwas mitmachen? Vielleicht muss ich das jetzt benutzen, so. Nee. Tja, was machen wir denn da? Ich habe das Ei gefunden. Was haben wir denn hier so? Ich glaube, ich kann den Haken nirgendwo mit verwenden, ne? Nee. Interessant, dass hier oben auch was... Achso, das ist von unten. Das ist das Flusswasser. Ja, okay. Ja, dann muss ich wohl leider erstmal wieder runtersteigen. Ich würde behaupten, mir fehlt irgendwas. Vielleicht ein Seil? Aber wo bekomme ich ein Seil her? Ich glaube fast, dass ich unseren Oscar nicht fragen muss. Ja, aber vielleicht den Bahnhofsvorsteher, hm? Wo ist denn der wohl hin? Vielleicht ist der noch auf seiner Brücke. Okay, da war er vorhin nicht. Fräulein, Fräulein, entschuldigen Sie. Ja? Ich möchte mich für unser kleines Missverständnis entschuldigen und Ihnen diese Flasche Wein schenken. Braugstadt Sauvignon, ein ausgezeichneter Jahrgang. Sie werden sehen. Wie nett von Ihnen. Vielen Dank. Also dann, viel Glück für Ihre Reise, verehrtes Fräulein. Danke. Ach, wie nett. Das ist aber doch nett. Also, wobei eigentlich, ich wollte ihn doch noch fragen. Jetzt hat er mich total aus dem Konzept gebracht. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Eigentlich bräuchte ich jetzt Hilfe. Oder wir sprechen über den Vogel. Alle diese Vögel, noch dazu in einem Bahnhof. Erstaunlich. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die berühmte ornithologische Sammlung der Universität Barockstadt. Ja, und in dieser Voliere fanden die erstaunlichsten Arten aus allen Teilen der Welt ein neues Zuhause. Und ich bin nicht nur Bahnhofsvorsteher, sondern kümmere mich gleichzeitig um meine gefiederten Gäste. Keine leichte Aufgabe, das können Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen gerne. Das Schwierigste ist... Die Harmonie unter all diesen Arten. Okay, hier kommt leider nichts Interessantes mehr. Sie haben hier. Ja. Warum? Warum? Ach, Sie Ärmste. Ja, ja. Ich werde Sie nicht. Willkommen. Genau, willkommen in Barockstadt. In Barockstadt. Puh. Ich weiß, wo das Ei ist, ich komme nur nicht dran. Die Sache mit dem Sauvignon ist auf jeden Fall ausgestanden, wobei ich jetzt eine Flasche davon habe. In die Sache verstrickt sind letztendlich. Außer dem Bahnhofsvorsteher noch Direktoren und eigentlich auch der Pons. Wie bekomme ich jetzt irgendetwas? Wartet mal. Das Wasser ist jetzt noch nicht wichtig. Das wird erst wichtig, wenn ich Geld habe. Geld brauche ich von den Rektoren. Bekomme ich aber erst... wenn ich das Musikgebamsel auf dem Vorplatz repariere. Oh, gab es denn noch irgendwelche Informationen? Botaniklexikon, Amazonebuch, Zeitungsartikel. Was war das jetzt noch für ein Zeitungsartikel? Ach, ich weiß noch. Genau, das war der Zeitungsartikel über Anna, ne? Anna und Hans. Jo, genau. Der Nachruf auf Hans war das letztendlich. Ui, Oskar, was machen wir denn jetzt? Mit den Rektoren, wie gesagt, habe ich jetzt wahrscheinlich erstmal nichts wieder zu schaffen.
Ich könnte dem Pons jetzt noch unsere Mammutpuppe zeigen. Denn der hat mir ja erzählt, dass sie irgendwie... Was hat er noch gesagt? Das Heiligtum? Das heilige Sibiria oder so ähnlich? Ja. Shit, ich hab den genauen Begriff bzw. die genaue Beschreibung nicht mehr im Kopf. Es gibt ja auch leider nicht einen Lok oder so. Ich denke, es bringt nichts, mit Oscar zu reden. Ich gehe mal rein. Kann ich das überhaupt noch mitnehmen? Okay. Ja, in Ordnung. Gut, dann vielleicht sind die Leute kooperativer. Es muss ja einen Grund gehabt haben, warum der Hans Vorarlberg verfügt hat, dass die Reise nicht ohne diese Gegenstände angetreten werden darf. Zumindest kann. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Universität. Belästigen nochmal den Pons, der immer wieder aufs Neue überrascht ist, uns zu sehen. Und dann zeigen wir ihm mal das Mammut. Mal gucken, was er dann für Informationen von mir hat. Vielleicht ignoriert er das aber auch vollständig. Naja.